Was ist das? Das ist ein Paket ohne Adressaufkleber, das ich entfernt habe, genau. Das Paket selbst ist von Aaron und Frankies American World. Hier ist die dazugehörige Webseite. Und sie gibt's auch auf Instagram und Facebook. Und warum mache ich jetzt die Werbung? Ich habe bei denen bestellt. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich bestelle öfter mal Rootbier, mit öfter meine ich alle paar Monate, vielleicht dreimal im Jahr. Und ich war bei anderen Anbietern von American Sachen, sage ich mal, oder auch Sachen von um die Welt. Die Welt der Süßigkeiten zum Beispiel hat auch amerikanische Sachen. Und da war jemand anders und der Service, den fand ich nicht gut, bei dem Namen, den ich jetzt nicht nennen möchte. Auch nicht wegen Anti-Werbung, ja. Möchte ich das nicht nennen, weil da kann ich absolut nichts dazu Gutes dazu sagen. Wenn du wochenlang wartest auf irgendeine Antwort, du hast Rabattaktionen mitgemacht oder 10% heute auf alles sonntags hast bestellt und dann bekommst du Ware geliefert, 4 Tage später, wo komplett falsch ist und dann die Reklamationen hin und her und alles und so. Das hat dann so lang gebraucht und warum ich dann falsch bestellt hätte und das wäre ja ganz komplett falsch, wie das Paket zu mir gekommen wäre und ich habe gesagt, was weiß ich, was ihr macht, ja. Und dann bin ich dieser großen deutschen Firma quasi abhanden gekommen, weil ich irgendwann gesagt habe, wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, dann bin ich nicht länger euer Kunde. Und das ging noch ein paar Mal hin und her mit E-Mails und Telefonanrufe und ich habe denen wirklich gesagt, ich bin bald nicht mehr länger euer Kunde. Ihr müsst das hinkriegen. Ich habe Beschwerden. Ich habe was bestellt und ich es nicht bekommen. Ich habe ganz andere Sachen bekommen. Ja. Und irgendwann war bei mir der Ofen aus. Dann, ja, da ging es auch hin und her. Und ich hätte ja Rabattaktionen bestellt. Die gäbe es ja jetzt nicht mehr. Und bla bla bla. Ich dachte, ja, das ist euer Fehler. Ja, und hin und her. Deswegen habe ich jetzt mal bei Aaron und Frankies bestellt. Aaron und Frankies American World. Um zu gucken, wie da der Service ist und wie die das hinkriegen und so. Aaron, der ist ja ein bisschen in Sehen. Den kenne ich ja vom Wrestling her. Tolles Wortspiel, gell? Das wird er bestimmt sagen oder denken. Und vor allen Dingen Frankie, mit dem habe ich mich auch schon unterhalten. Ich kenne die vom Wrestling von der NGW und GHW, von zum Beispiel ihre Fightback-Sendungen auf YouTube quasi oder ihre Live-Wrestling-Sachen, wenn man dann überhaupt in der Corona-Zeit Shows auf die Beine kriegen kann mit Zuschauern live. Ja. Ansonsten kann ich halt auch nur YouTube empfehlen. Ich habe da selbst ja ein paar Videos dazu schon gemacht. Ich habe das Paket schon hier und auf der anderen Seite geschnitten. Und jetzt werde ich noch den finalen Schnitt anlegen. Ich hoffe, ich beschädige jetzt nichts. Lustige Gegebenheit war noch, ich habe gefragt per Insta, ob sie mir noch eine Geburtstagsüberraschung reinlegen könnten. Weil ich traditionell jedes Jahr irgendwie immer wieder am 2. Januar Geburtstag habe. Das muss ich gerade mal wegmachen. Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir, das werden wir, das machen wir. Mit Geste. Vielleicht sollte ich auch gleich mal den Brief lesen. Vielen Dank für deine Bestellung. Hier kommst du zum Shop. Okay. Alles Schleichwerbung? Nein. Ich krieg nichts dafür. Ich habe einfach nur bestellt von denen und zeige euch einfach nur, was ich bestellt habe persönlich. Also diese Cakes kenne ich nicht, die wollte ich mal ausprobieren. Diese Twinkies kenne ich schon, aber mit Mixed Berry ist für mich ein neuer Geschmack. Ich finde die Twinkies ganz in Ordnung. Das Problem ist halt, mit vielen Sachen sind Importware hier in Deutschland. Das kostet ein bisschen mehr. Da muss man halt immer gucken, wo man es kauft und so. Die Preise finde ich eigentlich relativ in Ordnung. Relativ, wie gesagt, das sind auch Sachen, die gibt's hier nicht. Das sind Exoten. Das sind Importsachen. Und wie gesagt, bei einem deutschlandweiten großen Anbieter, wo es vielleicht ein bisschen günstiger die Preise gab, der leidet der Service drunter und die kriegen einfach nichts auf die Reihe.
Aber bei meiner letzten Bestellung war der Ofen aus, wo komplett was anderes ankam, als ich bestellt hatte, und die es einfach nicht auf die Reihe gebracht haben, die Fehler zu beseitigen. Und ich hatte auch noch ausgerechnet, dass ich da noch 20 € zurückkriege, weil ich habe etwas über 70 € bezahlt und das, was ich bekommen habe, wäre etwas über 50, 55 € wert gewesen. Aber die haben es einfach komplett nicht eingesehen und ich hätte ja Rabattaktionen bestellt und so. Das wäre jetzt nicht mehr so. Das würde jetzt über 60 kosten. Ich würde nur 10 € zurück überwiesen bekommen und so weiter und so fort. Man möge meinen, dass jetzt ja Weihnachten so um ist und dass man dann jetzt nicht mehr so Süßigkeiten und sowas alles bestellt. Aber ich bestelle ja auch nur einmal alle paar Monate, 3, 4 Monate oder so, so amerikanische Sachen. Dieses Rootbier, jetzt nicht unbedingt spezifisch dieses, aber das Rootbier an sich, das schmeckt mir. So, wer Bonbons mit Wintergreen-Geschmack kennt, also Wintergreen, dieser Geschmack, nicht Green, nicht Winter, Wintergreen, ja, der kennt vielleicht den Geschmack von Rootbier, der ist so ähnlich vielleicht. Das ist Kaugummi, hat mich auch mal interessiert, wie das schmeckt. Ich bin auch Kaugummi-Fanatiker, ich mag es immer frischen Atem zu haben. So, aber kommen wir doch mal zu meinem Geschenk vielleicht. Ich bin gespannt drauf, was es ist. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Tasse. Aaron und Frankies haben auch auf Instagram quasi mein Paket gezeigt, wie sie es gerade gepackt haben. Und dann war das auch schon zu sehen. Fand ich ganz nett. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Paket ausgerechnet dann zu einer Instagram-Story wird. Oder einem Reel oder was es war. So, ein Schnitt. Oh, hoffentlich fällt nichts raus jetzt. Also, es sieht so ein bisschen aus wie eine Tasse und ich hatte auch recht, es ist eine Tasse. Oh mein Gott. Ah, so geht das auch. Mit einer Hand hier, Leute. Das ist geil hier. American World. Aaron und Frankies American World. Wie geil ist das denn? Haben ihre eigenen Tassen. Das ist geil. Da bin ich ja super positiv überrascht. Ich habe echt eine Tasse. Wunderbar, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank, Aaron und Frankie. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Es sind nur noch so Kleinigkeiten drin und jede Menge Rootbier. Ich habe, glaube ich, 10 Dosen bestellt. Bei einigen gibt es zum Beispiel gebündelt, dass ihr ein 6er-Pack oder ein 12er-Pack oder 24, also eine Stiege oder so bestellen könnt. Sowas mache ich dann meistens so. Dann so 10 Stück direkt oder 12 oder 24. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessiert oder ob ihr denkt, das ist alles amerikanisches Scheißzeug sozusagen, weil die Leute so dick sind und so. Es gibt nämlich auch wirklich solche Leute, die dieser Meinung sind. Man muss da natürlich ein bisschen das näher beleuchten, ob Leute, die dick sind, wirklich auch das alles nur von Zucker haben oder was sie so alles essen. Wie gesagt, diese Getränke, die halten sich gut und gerne 3 Monate und ich bestelle die auch nur alle paar 3, 4 Monate oder so, dreimal im Jahr vielleicht. Und von daher, ich trinke das nicht innerhalb einer Woche weg. Ja, das wäre auch zu schade drum. Es ist etwas Spezielles, etwas, was man in Deutschland nicht so oft kriegt. Es gibt Supermärkte, wo man Rootbier und sowas alles oder amerikanische Importsachen oder so kriegt. Ob es jetzt Rewe ist oder Kaufland oder was weiß ich, oder Edeka, E-Center und so weiter und so fort, gibt es ja so viele. Wenn es einem aber nicht schmeckt, muss man es ja auch nicht essen, trinken und so weiter und so fort. Es ist halt nur bei mir, ist es so. Meine Mutter hat noch jemanden geheiratet, als ich 8 oder 9 Jahre alt war. Und als ich dann 10 war, sind wir ins Amiland aufgebrochen, sozusagen, weil es ein Amerikaner war. Mein Stiefvater quasi ist Amerikaner. Und da war ich in Florida und habe das alles kennengelernt, auch schon vorher durch PX in Deutschland und so. Die Amis haben ja ihre PX, ihre amerikanischen Sachen und Supermärkte und sowas. Da habe ich vieles kennengelernt. Und gerade als Kind ist man besonders beeinflussbar, ist klar. Und da hängt man irgendwann an diesen Sachen dran, so ein bisschen. Man hat dann Erinnerungen an die Kindheit, an schöne Tage, an andere Sachen. Ist ein bisschen Nostalgie, aber man kennt auch den Geschmack, man weiß die Sachen zu schätzen und man darf halt nicht auf den Zucker gucken, ja. Aber
gewisse Sachen vermisst man dann irgendwann. Und dann bestellt man dann irgendwie im Internet, ich habe auch mal bei eBay bestellt, bei irgendwelchen Leuten, teilweise zu teuer, wo ich gedacht habe, ich bin eigentlich blöd, dass ich das bestellt habe und so, so nach dem Motto. Aber man sucht dann Quellen, wo man es herkriegt, weil auch die Amerikaner, wenn sie Shops hatten für die Öffentlichkeit, sag ich mal, in den Orten oder so, sind die abgezogen, die haben dicht gemacht, die Amerikaner sind weg, ja. Deswegen sucht man dann immer noch Gelegenheiten, woanders sowas herzukriegen, was man so schön kennt und schätzt und lieb gewonnen hat. Ja. Das war's. In die Kommentare, was ihr davon haltet und wie soll ich denn jetzt winken? Tschüss. Tschüss. Bis dann.